Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute Abend erneut zu meiner Reihe Carte Blanche im Filmmuseum Frankfurt. Es ist natürlich völlig ein Don Quixoteskes Unterfangen, neuen Filme zu nennen von eigentlich geht das ja nicht. Und mir ist aber dann irgendwann aufgefallen in meiner Reihe der Filme, die ich ausgewählt hatte, es fehlt eigentlich das große europäische Autorenkino. Und dann habe ich hin und her und hin und her überlegt, soll es ein französischer Film sein, soll es noch ein deutscher Film sein. Also, ich habe hin und her überlegt und es hätten die Gebrüder Dardenne sein können, es hätte Truffaut sein können, es hätte alles Mögliche sein können. Und dann fiel mir aber doch ein, Mike Leigh. Mike Leigh schätze ich sehr. Eigentlich kann ich sagen, ich liebe seine Filme und ich liebe besonders den Film Secrets and Lies. Lügen und Geheimnisse. Und ich finde ihn in der Direktheit des schauspielerischen Ausdrucks, in der Direktheit der filmischen Mittel, in der Alltäglichkeit, sagt man Alltäglichkeit des Sujets, des Themas, des Umgangs damit, super. Ich muss gestehen, dass ich solche Filme, die unser aller Alltag behandeln, auch gerne drehen würde. Man bietet sie mir nicht an oder zu viel zu wenig. Ich habe viel zu viel historischen Stoff gedreht. Und ich denke ganz oft, weil ich selber solche Filme so liebe im Angucken, die Alltag von Menschen und ihren oft heroischen Kampf mit den Mühen des Alltags behandeln, sowas würde ich auch gerne machen. Aber man kann als Schauspieler ja nur das drehen, was einem angeboten wird. Und ich wünschte mir, Mike Leigh oder ein deutscher Mike Leigh würde mal kommen, oder eine deutsche Mike Leigh würde kommen und mir sowas anbieten. Ja, also ich liebe diesen Film. Ich liebe die wunderbaren schauspielerischen Leistungen in dem Film. Ich liebe das Drehbuch, die Dialoge und ich freue mich, dass es solche europäischen Filme eben auch gibt. Und ich wünsche mir auch in Deutschland noch mehr davon. Es lebe der Alltag mit all seinen Alltäglichkeiten und dem Kampf für ein etwas weniger alltägliches Leben. Film ab.